Moin Moin, meine lieben Leute, und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Call of the Sea. Wir bewegen uns jetzt einfach mal wieder hier ein bisschen rum und schauen mal, ob wir das Rätsel lösen können. Also wir haben noch nicht viel geschafft hier, also das Ding checke ich noch nicht. Da fehlen mir noch irgendwelche Informationen, deswegen der Tiki, da fehlen mir auch Informationen. So, wir gehen mal zu den anderen Hütten nochmal runter, weil ich weiß nicht, aber... Harry hated asking his parents for money to fund this expedition. The Everhards are a wealthy Boston family, quite old-fashioned. They were never really pleased with his eldest marrying a middle-class girl. That's why he wanted to get away from them as soon as he could. Just like his siblings did after him. Was ist das denn? Kann man das angucken? It's broken, but I might as well draw what I can see of it in my journal. Okay, haben die anderen Hütten auch sowas? Yeah. Da ist gar nichts. Hmm, something's missing inside that emblem. Okay, und hier? It's some sort of Polynesian coat of arms. Is that an octopus? Warte mal, wir hatten doch mal irgendwo, hatten wir dieses Ding gelesen. Es lag doch irgendwo, ne? So ein da lag doch irgendwo so ein Ding rum. In einer Hütte. Da bin ich jetzt blöd. Hast du ihn gesehen? Lag dann dieser Frosch rum? Anders. In die Hütte war das nicht. Also den. Es gab noch eine Hütte, ne? War die hier hinten? Na, guck mal. Aber die haben nicht so ein Ding oben drüber. Lag hier der Frosch? Nee. Wo lag denn dieser Frosch? Doch, der lag in der Hütte, wo man... der lag in der Hütte hinten, bei Harry da in der Hütte, ne? Genau, guck mal, was hat sich da reingezeichnet? Ach, guck mal. Okay. Hier war das einsame Lager. Da wollen wir nicht hin. Und hier hin. Krass. Schon ein bisschen complicated das Ganze, aber wir gucken trotzdem mal. So. Was macht er denn da? Also irgendwie ist die Tante echt zu langsam, ey. Man könnte ein Ticken schneller laufen. Hier ist aber auch nicht so ein Emblem oben drauf. Und hier war das Ding, guck mal da. Das wird das sein. Was oben, aber ich kann es nicht mitnehmen. Okay. Hier steht aber auch nicht so ein, ist auch kein Emblem drauf hier. Wo kann denn das andere sein? Das müssen wir wahrscheinlich alle vier finden. Hier steht nichts drauf. Hier auch nicht. Hier seid auch nicht. Also es muss ja, ich denke mal, wenn man alle vier hat, dann kommt man wahrscheinlich irgendwie irgendwas näher. Oder es ist ganz schlecht hier drin. Also wir gucken mal, ob wir einen finden. Muss ja so sein. Also weiß ich auch nicht mehr, wie es weitergeht. Aber wir müssen mal gucken. Also ein Emblem fehlt uns noch. Warum fehlt er eins? Der hatte keins. Da hinten. Das sind schon mal drei, ne, die wir hier haben. Hatten wir noch eine Hütte irgendwo? Wir gehen ja noch zurück hier. Vielleicht war da unten ja noch irgendwas. Und jetzt sind wir doch nur durchgekommen, ne? Zurück geht's hier. Nee, hier geht's nur zurück zu dem Dings, das ist verkehrt. Wie doof. Kann da oben in den Hütten kann man es auch nicht sehen. Also hier haben wir das, das und da ist das andere. Hätte gedacht, dass hier noch eins dran ist. Weil hier auch dieser Tiki steht, die hier oben noch eins dran haben, aber haben die nicht. Das ist crazy. Jetzt fehlt das vierte Symbol. Weil irgendwas wird es ja wahrscheinlich auslösen, das vierte Symbol. Beziehungsweise wird uns für irgendwas nützlich sein. Aber irgendwie... Da. Gucken wir mal. Also wir haben vier Symbole und unten haben wir die in einer bestimmten Reihenfolge. Das heißt... Vielleicht muss man die Symbole oben in der bestimmten Reihenfolge klicken. Das macht mir keinen Spaß, wenn ich nicht weiß, wie es geht. War hier noch mal so ein Ding? Nee. Wir gehen mal ganz kurz nach oben, gucken da nochmal.
haben wir eins übersehen da oben. Kann ja gut sein. Alter, renn doch mal. Also sie muss echt ein bisschen, ich meine, ich weiß, sie ist krank und so, ne? Ein bisschen rennen wäre schon nicht schlecht. Echt mal langsam. Als wir da runtergeklettert sind, war da irgendwie noch ein Symbol, ne? Ich konnte keins sehen. Hier bestimmt auch nicht, ne? Also hier sehe ich jetzt auch nur... Da ist der Frosch, das Froschsymbol. Froschsymbol, da ist das. Also es hat ja was mit dem Ding bestimmt auch zu tun. Also was könnten wir da machen? Also man könnte sagen... Wir wissen ja, oben links ist da diese Schildkröte, dann kommt rechts der Oktopus und das halbe Ding wird dieser Flattermann sein und der Fisch, der müsste dann als zweites sein. Wenn man jetzt diese vier Symbole hat und man wird die als Reihenfolge nehmen, dann könnte man ja die sagen, dass die Schildkröte den Tiki links oben abbildet, der Oktopus den Tiki rechts oben, der Flattermann den Tiki rechts unten und der Fisch den Tiki links unten. Das ist vielleicht die Reihenfolge, wie das Ding aufgebaut werden soll. Weil unten, dieser Fotostrip unten, wo man alle vier Symbole nochmal sieht untereinander, das könnte natürlich die Reihenfolge sein. Hat ein bisschen was kennt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Exit gespielt habt. Exit Puzzle von Ravensburger mal so gepuzzelt und dann die Rätsel gelöst. Wenn ihr erstmal die einmal, zweimal gemacht habt, dann guckt ihr auf alles komisch, egal was ihr spielt. Wir probieren es mal. Also von der Schildkröte nehmen wir die Krone. Pass mal auf. So, gehen wir mal hoch. Ich hoffe, ihr habt es verstanden, was ich meine. Guck mal, hier nehmen wir diese vier Spitzen, die Krone. Jetzt, dann gucken wir unten, das nächste Symbol unten, wenn man unten links guckt, also auf der rechten Seite unten links, wäre ja der Fisch. Und der Fisch steht ja für den Tiki unten links. Weil oben die vier ja genau die Reihenfolge abbilden. Das heißt, wir brauchen diese Augen mit dem Grün da. Das wären die. Oder? Was richtig? Ja. Und dann bräuchten wir, gucken wir unten, dann ist dieser Flattermann, der wird ja angezeigt... Als drittes Symbol, das wäre der unten rechts, der Tiki. Das ist die ausgestreckte Zunge. Die haben wir schon eingestellt. Und unten wäre dann der Oktopus und der steht mit geschränkten Armen. Okay. Secret compartment. Siehste? Mein Gott, ey. Ein bisschen? Ne? Trotzdem frage ich mich, ob man das an einem Symbol finden sollte. Wahrscheinlich nicht. Das muss wahrscheinlich selber so rätseln. Okay, wie kommen wir da rein? Wie kann ich mich ducken? Ach, jetzt macht sie automatisch, okay. Das ist auch blöd, hätten wir auch einen Duckknopf benutzen können, oder? Irgendwie einführen. Hier sind schon mal ein paar Federn. Was ist das denn? This appears to be the shrine of a Polynesian chieftain. Hier ist eine Steinplatte. What kind of stone is this? I've never seen any substance quite like it. It feels disturbing. Wir nehmen den. Guck mal, den Stein, Tiki, hat sie alles dabei? Okay. Mehr gibt's hier nicht, ne? Oder? Doch, da. Impressive work. Is that a fish pattern? Ich würde sagen, das ist ein Fisch. Aber was können wir mit dem Stein machen? Das ist der Stein, der wahrscheinlich da reinkommt in dieses Ding, ne? In diese Einbuchtung. Warte, das machen wir mal. Gehen wir schnell runter. Kommt garantiert dieser Stein rein. Ich bin ganz aufgeregt. Aufgeregt bin ich. Bin ich mal gespannt. So, runter, runter, runter. Also, was anderes fällt mir jetzt nicht ein, aber da war ja die Einbuchtung bei diesem Ding. Also rennen wir da mal hin. Sieht ja so ein bisschen auch so aus wie dieses da, ne? Das Muster da. Dann machen wir das mal. Ist da bestimmt da rein. How is that possible? What fascinating technology. So einen Knopf. Ach, klar, wie ein Fahrstuhl. Oh my. Wie lässig ist das denn bitte so? Okay. Oh my goodness, what happened here? Wie cool ist das denn? Okay, hier hat er sich wieder in die Luft gesprengt, wenn man sich den Boden anguckt. Behaupte ich mal. Gehen wir erstmal hier ins Zelt rein. Black ooze again.
Aha. Dieser idiotische Roy hat die Luke in die Luft gejagt und sich selbst gleich mit. Keine Sorge, Dr. Mr. Everhart. Ist einverstanden. Das ist nur eine kontrollierte Sprengung. Wäre ich nur ein paar Meter näher dran gewesen, könnte ich diese Geschichte nicht mehr erzählen. Der schwarze Schleim hat mich vollgespritzt und ich habe den ganzen verdammten Abend damit zugebracht, ihn wieder zu entfernen. Heute hat sich die Haut meiner linken Hand verändert. Like the ones on my hands. Ah, wie bei ihr. Es erinnert an Blutschwämmchen. Ein allergisches Ekzem? Zyanose? Hoffentlich nicht. Ich habe mir Blut abgenommen, um es zu untersuchen. Ich werde um das Foto von der Hand von Everhards Frau bitten. Ah, okay, vielleicht haben wir das Gleiche jetzt. Das kann natürlich sein. Aber wer hat mich denn damals mit diesem Schleim voll gespritzt? Wäre ja auch mal interessant zu wissen, oder? So. Die Flecken auf meiner Haut bewegen sich. Ich kann sie spüren. Ist da jemand im Brunnenschacht? Ich höre nachts Stimmen. Ich könnte schwören, dass sie meinen Namen rufen. Und woher kommt diese Musik? Diese Punkte da unten? Die sehen ja aus wie auf diesem Gerät da. Na gut. So, was ist das denn hier? Cripes! This man was splashed with that black liquid. Oh, das war nicht so gut mit den ganzen Spritzen da. Whoever took this picture must have a really cool head. Das ist ein Foto von meiner Hand. Look all too familiar. Nee, das ist meine Hand wahrscheinlich. Is this a picture of my hand? Wahrscheinlich. Da ist auch noch was. Erythrocytes. Posiert beeinflusst Erythrozyten. Okay. Der Arzt macht die. Oh, hier hängt auch noch was. Heavens. He's losing his mind. Hört mit dieser Musik auf. Hört auf. Hört auf. Ich höre sie so gern. Ja, er ist wirklich verrückt geworden. Okay. Ugh, I can't stand the smell of medical equipment. Reminds me of my illness. I'd better not touch it. Given what happened, they should. Hier auch gleich mal runter, aber erstmal hier erst rundherum angucken. Was wir sehen. Da drüben sieht es aus wie eine Ausrüstung. Kann man da hinkommen? Warte mal. Ist denn hier runterfall? Komm nicht hin, ne? Kann ich hier vorbeigehen? Nee, kann ich tatsächlich nicht. Okay. Also runterstürzen kann ich auch nicht. Keine Sorge, Leute. Hier passiert nichts. Is this stone structure a hatch of some sort? Hier gehen wir jetzt runter. Oh Gott. Well then, so schön, wie schnell sie ist, ne? Come on, Nora. Deep breath. Boah, ist die langsam. Also das müssen wir mit dem Patch machen, irgendwie, dass sie ein bisschen flotter ist. Oh, so tief war das auch gar nicht, oder? Okay, hier sind auf jeden Fall. Is somebody whispering? Hello? I can press these star-shaped tiles. Ach, guck mal. Nur mal so nebenbei. Do they have two pupils? Schreib das mal auf, das sieht nämlich aus wie, wie von diesem Gerät da. Are these ornamental? Or something else? This eye. Is it calling to me? Was? Were these eyes related to the ritual? Oh, ich kann Schreck bekommen. It almost feels as if they're watching me. Das ist auch sehr eklig. Another eye. I hear whispers. Sie malt's auf. Also die beiden Augen haben wir. Nur da, wo der Schleim rauskommt. Warte mal, können wir den hier auch nochmal angucken? I hear it. Okay, jetzt drei. Das sieht aus wie diese Linse, die wir gemacht haben. Aber gut, müssen wir mal gucken. Das ist richtig, was ich mir denke. The whispering, it stopped. Was I imagining all that? Hier. Rituals. You were close to something here, Harry. Let me see if I can solve it. Okay, gucken wir mal. Ritual wiederholen? This looks like another job by Handyman Harry. Okay. Und hier? Maybe he heard the whispers too. Der Doktor verhält sich seltsam, seit er mit diesem schwarzen Schleim bespritzt wurde. Oder es wird immer schlimmer mit ihm, seit er sich oben auf der Klippe aufhält. Man sollte ihn im Auge behalten. Na gut. Also diese Lampen, die sind garantiert für irgendwas gut nachher. Sieht so aus. Oder auch nicht.
die Symbole. Ach, guck mal, angucken. How old is this mural? It looks really ancient. Das meinst du nicht, schade. Halt. Depicts a ritual of some sort. What are they doing to their eyes? Diese malt nichts auf, oder? Wie gehen wir hier raus? Aha, das ist die andere Seite. Okay, da kommen wir nicht rüber. Müssen wir wahrscheinlich erstmal lösen, ein anderes Rätsel. Aber ich glaube, ich habe meine Pupillen recht. Lass mal ganz schnell zurückgehen. Aber ich weiß nicht, wofür die Sterne hier sind, muss ich zugeben. Dürfen die sich nicht berühren? Nee, das war verkehrt. Muss man vielleicht... Ach, muss man den ganzen Weg schaffen ohne... Fangen wir bei dem hier vielleicht an. Und dann geht man hier hin. Dann hier hin. Dann hier hin. Dann hier hin. Dann wieder zurück. Kann man hier noch hier vielleicht hin? Ach so, man muss, ich glaube, man muss wahrscheinlich alle Striche schaffen, ohne, wahrscheinlich alle Striche schaffen, ohne irgendwie, kann ich mir vorstellen zumindest. Wenn man drückt D. Sieht nicht so aus, ob das richtig ist, aber ich versuche es mal. Nee. Es gibt ja bestimmt so ein... ich glaube, man darf sich nicht kreuzen, man muss alle Striche voll bekommen. Okay, warte mal. Doch, ich habe eine Idee, warte mal. Nee, das geht ja nicht. Warte mal. Muss man alles füllen? Ohne abzusetzen vielleicht. Das geht ja nicht. Wie soll man das dann machen? Einmal muss man ja da durch. Sehe ich gerade irgendwas Verkehrtes. Warte mal, wir probieren es nochmal. So. Erst den. Dann vielleicht den. Wo? Okay, vielleicht gibt es da nochmal irgendwie eine Dings, aber ich habe jetzt noch was anderes vor. Und zwar werden wir versuchen, das Rätsel zu lösen mit diesem blöden... mit diesen blöden Linsen, weil ich glaube, das ist richtig, was wir in den Augen haben. Pass mal auf. Ich glaube es nur, ne? Ich bin nicht sicher, dass es passt, aber ich glaube, das sieht ganz gut aus. Da vibriert das Joypad ohne Ende. Aber wir sind dann, glaube ich, da hoch zu diesem... zu Harrys Palast, wollte ich gerade sagen. Zu seiner Tiki-Hütte. Gucken, was in deiner Tiki-Hütte los ist. Stark wundern, wenn das nicht richtig ist, was ich mir gerade vermute. So. Gerät da. Pass mal auf. Pass mal auf. Also, wir haben nämlich diese Augen. Das heißt, wir machen erstmal einen in die Mitte. Pass auf. Hm? Aber.
Genau, und dann unten vielleicht? Was ist das? So, ist ganz unten, ne? Genau, dann machen wir jetzt die Größe. Größer geht nicht. Okay. Ey, nicht rausgehen. Ah, Mann. So. Den haben wir. Dann brauchen wir einen anderen, der daneben geht. Das ist dann wahrscheinlich... Ein hoch. Zwei daneben, oder? Ah, würde ich sagen. So. Kommt das hin? Oder sind die zu weit auseinander? Nee, es kommt hin, ne? Gut. Dann haben wir noch... kommt das hin? Das kommt doch hin, oder? Sieht doch verdammt danach aus. Gut, oder meinst du da? Gut, das zweite ist so, das Ding in der Mitte. Ist da. Und da muss ein mittlerer hin. So, und dann ein höher. Ein höher. Zwei Höhen, ne? Da hoch. Da muss ein kleiner hin. Oder vielleicht... Nein, ach, geh dann hier mal raus, da du Hi-Opi. Geh mal weg. Ich glaube, wir müssen noch einen runter. Das ist eher da, oder? Oh, das ist echt schwer zu sehen. Okay, aber das ist auf jeden Fall hier... Die Mitte. Und das ganz außen. Der ist auch ganz groß. Und. Okay. Okay, dann hoch. Und. Ganz außen würde ich behaupten. Mist. Hätte gedacht, dass das ist. Aber es kann, glaube ich, sein, dass der verkehrt ist. Und der eventuell einen darüber muss. Das sieht trotzdem doof aus, ne? Also das ist doch schon, das sieht doch schon sehr richtig aus eigentlich. Ich resette mal alles. Aber wir machen es noch einmal. Also, wir fangen mal mit den in der Mitte an, der ist am leichtesten. So, das behaupte ich mal, ist die Mitte direkt von der Iris. Also, dann kann man hier. Und dann ist der, oh, ich würde sagen, der ist nur ein drüber. So, und einen kleinen. Weil man kann ihn zwar noch einen drüber setzen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das da oben ist. Das glaube ich nicht. Aber das ist schon richtig so. Gut. Haben wir. Dann brauchen wir... Dann machen wir unten und den unteren mal einmal. Mal gucken. Genau. Also machen wir unteren einmal. So. Und der ist ganz groß. Oh, man kann noch einen größer machen. Deswegen vielleicht. Hatte ich es gerade eben verkehrt gemacht. Kann natürlich gut sein. Warte mal, da müssen wir nochmal hier... Wir müssen den nochmal größer machen, glaube ich. Der ganz groß ist... Nee, das war verkehrt. Warte mal. Der war so. Aber der ist ja ganz groß. Dann ist der richtig. Und einen hoch. So, und welche Größe da haben? Ein kleiner. Gut, und dann brauchen wir den oberen. Der ist ja eigentlich, wenn ich das sehe, ganz unten. Gut, und das müsste sein. Ein ganz großer. Und der kleine ist, oder der mittlere ist direkt daneben. Also ein daneben. Zwei daneben. Und einen hoch. Passt das? Oh, das ist echt schwierig zu sehen, finde ich. Passt anscheinend nicht. Obwohl es echt
Genau das ist, was ich gerade mache, oder? Kann nicht sein. Warte mal ganz kurz. Vielleicht habe ich auch ein Auge zu wenig gefunden da. Kann natürlich auch sein. Aber rein vom Ding her sehe ich das, glaube ich, so, oder sehe ich das verkehrt. Also der ist da, der ist da, der ist da. Eigentlich ganz richtig. Also anders kann es nicht mehr sein. Okay, warte mal. Es könnte vielleicht noch sein, dass der verkehrt ist. Der vielleicht einhören muss. Okay, das war das Richtige. I think I solved it. Mann. I wonder what I might be able to see with this lens. Okay, wo kann ich die Linse reinsetzen? Hier das Ding? Ah, klar. It fits. Und jetzt? Oh. What? What on earth? What is happening? Okay, Leute, ich glaube, ich weiß, was es ist. God. What? Okay, zurück zu dem Sternsymbol. What were those stars? Ja, und dann müssen wir das Ding nachbauen. Unten im Fahrstuhl wieder runter, hochfahren, runter in den Tunnel und dort diese Sterne nachbauen, weil, ja, weiß nicht, anders kann ich mir gerade nicht vorstellen, wie das sonst sein soll. Huch, Mikro weggerutscht. So, das machen wir noch schnell. Ja, wie cool, ey. Mein Gott. Na, knifflig, ne? Klar, ich könnte euch das auch zurechtschneiden, sodass ihr immer nur seht, wenn ich einen Erfolg habe. Aber es ist ja langweilig. Das ist für mich kein Let's Play. Das ist für mich einfach nur Komplettlösung posten. Und das will ich eigentlich. Eigentlich, wenn ihr dabei seid und seht, wie dumm ich mich anstelle oder wie clever ich doch bin. Nennt mich den Justus Jonas der Computerspiele. So. Noch einer. Das Rätsel wird es doch sein. Bloß ein bisschen schneller runterkommen mal. So, super. Diese Leiter sieht überhaupt nicht so lang aus, ne? Aber es kommt mir so vor, als ob sie ewig runtergeht. Hippie Hammer, ey. So. So, jetzt müssen wir kurz auf unser Symbol gucken. Wir fangen nämlich bei dem Stern an. Behaupte ich mal. Drücken wir jetzt. So. Und dann brauchen wir diese Kurve, also brauchen wir den. Und dann brauchen wir den nächsten. Und dann brauchen wir. Warte mal. Kurz rum. Und den. Müsste ja der hier sein dann, ne? Den geht's. Ah, okay. Den geht's zu dem. Jetzt hier rüber zu dem. Und da geht's hoch. Und dann geht's wieder runter. Muss es gewesen sein. Alright, looks like I solved it. Oh. Oh oh. Scheiße. Kann ich das verarschen? Oh, das war natürlich nicht so cool. Naja, das gehört ja wohl dazu, ne? Werde jetzt ja nicht gestorben sein. Ich habe Kapitel 2 abgeschlossen. Ah, ich lasse euch jetzt nicht im Unwissen, denn ihr dürft natürlich nochmal kurz mit reingucken. Was ist das? Where am I? Am I dreaming again? This is different.
It isn't my recurring dream. Naja, du bist jetzt über Wasser. Das Unterwasser sieht immer ein bisschen anders aus. I can't stop walking. My legs aren't responding. Was ist das? Da hinten, das ist doch ein Ungeheuer da geradeaus, oder was sehe ich da? Der hält an irgendeinem Ding fest. Oh, oh. Holy Moses, what is that creature on the horizon? Ich kann ja mal nicht was entdecken. Na, dann springen wir mal in die Tiefe, würde ich sagen. Wait a moment. I no, no, no! Okay, jetzt bin ich wieder mal im Traum. Okay. I can breathe. Underwater. Super, Leute, wisst ihr was? Bam! Liked und abonniert und haut auf die Glocke. Und ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.